So, ich zeige jetzt einmal die roten Feuersalamander, die ich für einen Freund bei der Amphibienbörse mitgenommen habe. Und zwar haben wir hier schon mal zwei. Das war jetzt geraten. Die zeige ich gleich auch nochmal genauer. Und da ist noch einer. Schauen wir uns den einzelnen zuerst an. Ist auch sehr kalt, deswegen sind die vielleicht noch ein bisschen eingeschläfert, quasi. Da hier unten. Die anderen habe ich hier. Machen einen guten Eindruck, keine krummen Buckel, keine Probleme soweit bei der Bewegung. So, und hier nochmal das andere Tier.